Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir haben uns jetzt hier mit den Gejunkies, die uns hier aufgelauert haben, geprügelt. Wir haben noch einen kleinen Erdelementar dabei. So wie das aussieht, bleibt er wohl. Das hat ja anscheinend keine zeitliche Begrenzung. Ich nehme an, der wird wahrscheinlich erst bei der nächsten langen Rast sterben oder wieder gehen. Was ich ganz gut finde. Des Weiteren habe ich herausgefunden, ich habe gerade offline so ein bisschen hier mein Inventar rumgewühlt. Und ich habe herausgefunden, dass, ich setze die mal kurz ab hier, unsere Intelligenz und unsere Konstitution wieder da sind. Ne? Wir haben ja in der Folge davor oder vor zwei, drei Folgen habe ich ja zwei weitere Larven absorbiert, in mich aufgenommen. Und das hat wohl gereicht. Ne? Der Attributsverlust ist weg. Das heißt, wir können unsere ursprüngliche Maske wieder aufsetzen oder Mütze oder was das war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Die habe ich irgendwie ins Lager gepackt. Das war irgend so eine blaue Haube oder ein kleiner oder Helm, ich weiß es nicht mehr. Die müssen wir uns mal wieder. Ich muss die mal suchen, die ist irgendwo im Lager und dann können wir die wieder aufsetzen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die gemacht hat. Aber die war gar nicht schlecht, anscheinend. Des Weiteren, da ist ein Wegpunkt, da gehen wir mal schnell hin. Gehen wir mal kurz hier lang. Den nehmen wir noch kurz mit. Jo. Und jetzt, bevor wir hier langlaufen. Gut, was ist denn da los? Was ist das denn hier? Oh ja, hier ist ja richtig was los. Okay. Was sind das? Oger? Alter, hier ist ja richtig viel. Okay. Aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen ja jetzt erstmal zu diesem komischen Grab. Das ist ja hier hoch, ne? Achso, das ist der hier, alles klar. Die ganzen Ogers da. Was ist das hier? Wir gucken da mal kurz rein. Erdhaufen. Curious. Los, buddeln. Verstehe immer Motorhead. Wimmelpilz. Hier ist die Leichenrose. Alles klar. Das ist aber noch nicht das Versteck hier, oder? Doch, scheint es zu sein. T. Ich sende euch die brieflich angeforderten Ingredienzien, einschließlich Purpurwurmdrüsen. Ich sehe den Ergebnissen eurer Experimente mit Spannung entgegen. Bitte schickt mir einige Proben, sobald sie vorliegen. Ich habe ein paar Kunden, die großes Interesse an den toxischen Früchten eurer Arbeit hätten. Wer hat das unterschrieben? Niemand. Ja. Heißt das, wir können jetzt. Das waren. Eine Beschichtung, ne? Aha. Okay. Noch ein Gift. Und noch ein Gift. Präzision, ja. Auch nicht verkehrt. Eine Essenz. Das ist nur ein Rezept, okay. Ja.
Federfall. Ja, mach mal ruhig so. Zack. Gut. Das war also jetzt hier das Versteck. Wir gehen aber trotzdem auch nochmal hier lang, weil hier waren wir ja auch noch nicht, ne, oder? Also wenn's... Das ist die Straße nach Baldur's Gate. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen... Da gehen wir auch noch nicht hin. Das ist das Mausoleum, da wollen wir auch noch nicht hin. Ich würde jetzt tatsächlich gerne mal hier oben hin, was da so los ist. Das heißt, wir springen jetzt... Ja, Damon hat sich erledigt. Wir springen jetzt zum letzten Licht. Ja, kommt mitgesprungen, finde ich gut. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, in welche Richtung müssen wir denn hier laufen. Warte mal. Hier lang. Und dann da hoch, wa? Obwohl, hier geht's auch hoch. Würde ja auch gehen. Dann würde ich lieber da lang gehen. Oder müssen wir hier unten lang? Nee, ich würde über die Brücke gehen, denke ich mal, ne? Ja. Sprengminen. Mir lieber, wenn du die Feuer entschärfst, bitte. Eieiei. Okay. Ja, ja. So. Weiter. Einmal kurz hier reingucken. Nichts drin. So, weiter. Nächste Mine. Und auch das sollte kein Problem sein. So. Let's move. Let's move. Aber nicht du. Let's move. Genau. Das sieht irgendwie belebt aus hier. One day, I'll catch a break. Schubkarre. Kiste. Victims of the Shadow Curse. At least they were afforded a burial. Wo denn? Ach da! Gräber, alles klar. Wir gehen hier mal... Wie bitte? Am Rand lang, so. Hier liegen Schaufeln, alles. Sollen wir da ran? Mhm. Wir nehmen das Moos mit. Stiefel doch nicht überall durch, da ist ein Gräber. Eine Lyra. Und hier mal noch ein paar Blümchen, ne? Nehmen wir auch mit. Und das nehmen wir auch mit, so. Ansonsten ist hier irgendwie nichts. Wir gehen nochmal hier in die Ecke. Nein. Dann gehen wir hier lang. Hier ist auch noch ein Grab. Nein. Hier ist auch noch ein Grab. Aber auch das ist nichts Besonderes. Dann kommen wir hier noch irgendwie hin. Alle! Alle haben verkackt. Super. Was wäre hier gewesen? Entweder wäre hier noch was zum Ausbuddeln gewesen. Hoppala.
Schwierigkeitsgrad 18. Gut. Was immer da war, das haben wir nicht hingekriegt. Und das ist auch schon das Ende dieser Ecke hier. Dann gehen wir jetzt wieder hier rüber, tatsächlich. Oder ist hier noch irgend... Naja, das große Geheimnis wäre ja wohl hier gewesen. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es entweder... Naja, vielleicht auch der Eingang in eine Höhle. Kommt nochmal her. Aber ich glaube, das kann man nicht nochmal triggern, ne? Nee, das können wir nicht nochmal triggern. Ich kann mir aber eher vorstellen, dass hier vielleicht doch irgendwas zum Buddeln gewesen wäre. Gut, ansonsten... denke ich, gibt's hier nichts. Wir kamen von hier... Wir können auch nochmal hier runterlaufen. Aber dann sind wir wieder da, wo wir den unsere glorreiche Schlacht hatten. Moment mal, was ist hier noch? Kiste leer, Kiste dies, Kiste das. Ja, hier war unsere glorreiche Schlacht, genau. Hier liegen auch noch ein paar Kisten rum. Alles klar. Dann würde ich sagen, beamen wir uns, das geht schneller, hier hin. Und dann gehen wir jetzt tatsächlich hier lang. Und gehen dann hier hoch. Links rum die Straße lang. Mal sehen, was hier los ist. Hier liegt ein toter Rabe rum. Ist er tot oder ist er untot? Selbst wenn. Wir können eh nicht mit ihm reden. Aha. War das eine Falle? Ja, wir sind alle... Selbst ich bin überrascht, ja? Ne, ich bin nicht überrascht. Kann nicht überrascht werden. Die haben alle nur einen Lebenspunkt. Aha. Ja, ist auch nicht gerade. Naja, gut. Na gut. Oh, die haben es alle auf sie abgesehen, oder? Da ist noch mehr. Oh je, okay. Na, schlag zu. Wollte nicht, okay. Und ich muss noch mal gucken. Geht das mit denen? Das sind alles Zombies. Ja, komm. Gut. Trink mal bitte was. Kriegst so einen hier, komm. Zack. Jo. Still breathing, despite everything. Ist hier irgendwas drin in den Dingern? Speak your mind. Nein. Ich will auch nicht über uns reden. Habe ich doch schon, oder? Ich habe doch schon über uns geredet. Ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist. Oh, doch.
Hilfe! Dieser alte Brief wurde auf einem Papierfetzen verfasst und dank Blutflecken stellenweise unleserlich. Hilfe! Raedwin wurde von einer Finsternis überrollt, die uns nach allen Seiten abschottet. Wir haben Leute losgeschickt, aber niemand schafft es mir ein paar Schritte bevor, würde ich sagen, heißt das. Die Worte sind von Blutflecken überdeckt. Dieser Brief ist unsere letzte Hoffnung. Schickt Hilfe. Irgendjemand von irgendwo. Ich flehe euch an. Ich werde die Herrin des Verlusts entsagen und die Mondmaid die Füße küssen, wenn es sein muss. Nur rettet uns, bitte, vor der Dunkelheit. Das war dann, war das mal so eine Art Brieftaube, Briefrabe oder sowas? Bevor der untot wurde? Und wenn ja, wo kamen die her? Raedwin. Das kann alles sein. Nee, warte mal. Raedwin ist das Ding da hinten. Raedwin ist das Dörfchen hier. Die Leute aus Raedwin haben diese Nachricht verfasst. Alles klar. Noch was? Alle Raben leer. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle, ne? Niedliches kleines Ei. Okay. Hier war irgendeine Truhe, habe ich gerade gelesen. Da. Anything of use? Ja. Lass uns weiter hier lang. Ach, da oben sind die Eier. Wieso? Das sind Lagervorräte. Oder kann ich die auch ausbrüten? Nee. Müsste ich hochhüpfen. Oh, da war noch was. Moment, wo ist die Truhe? Hä? Wo ist die andere Truhe? Mich veräppeln, hier war doch gerade noch eine zweite Truhe. Guck mal, die ist doch noch golden. Ist die auf dem Dach? Man sieht hier aber auch nichts, ne? Kommst du da hoch? Natürlich nicht, ne? Doch, kommst du. Da! Kritisch! Schön. Ich finde, bei kritisch sollte man kein Diebeswerkzeug verbrauchen müssen. Jetzt können wir uns das Ei auch nochmal angucken hier. Hat nichts Besonderes. Okay. Dann gehen wir mal da hoch, wa? Wieso bist du eigentlich da unten geblieben? Okay. Still alive. So du bist auch nicht mitgekommen, okay. So, jetzt können wir entweder... Wir gehen mal kurz hier hin. Gucken wir uns das mal kurz an hier. Nein.
Nein. Ist irgendwas zum Ausbuddeln? Gidigit. So. Es geht da rüber. Will ich da jetzt hin? Ja. Eine Feuerschale, ja. Kisten, sehen wir hier irgendwas? Ich sehe nichts. Wir machen mal das Feuer an. Kann ich schaden? Dann gehen wir mal hier hoch. Hier ist Sackgasse. Ja, pack mal ein. Den auch. Dann hat das auch irgendeinen Grund gehabt hier. Warte mal, guck nochmal hierher. Wo gucken wir hier hin gerade? Was ist das da? Das ist das Gasthaus, ne? Ja, dem ganzen Blut nach zu urteilen, ja. Gut. Wieder runter. Da ist noch so ein Wurzsack da. Immer schön am Rand langlaufen. Hol dir das Teil. Da oben ist eine Kiste. Tja, Erdelementar. Ne, dass du hier auf Wanderung mit uns gehst, das hast du ja auch nicht vordenken können, ne? Was ist das hier? Skelett. Heiltrank nehmen wir mit. Hallo Skelett. Danke Skelett. Zu. Zu. Trust no one. Ich tue ich nicht. Am wenigsten dir. Oh, for a skeleton key. Easy. Seidendrüse. Hm. Mhm. Alles klar. Weiter geht's. Mit Haste, genau. Apropos, wo sind wir jetzt hier? Da geht's da. Können wir da oben auch lang? Ich würde sagen, ja, dann gehen wir erstmal hier lang. Dem Erdelementar scheint das nicht viel auszumachen mit dem Schatten hier, oder? Gucken noch mal kurz hier so. Nichts. Feuerschale, gut. Machen wir an. Lief hier gerade was lang, dann hätte es was. Komisches Schattendingen. So. Schwarzer Oleander. Skelett. Achso, eigentlich sollte ich das alles so schicken. So, was haben wir hier wieder? Ach, scheiße. Nicht abgeschickter Brief. Ich bin ein verdammtes Genie. Wegen dem Fluch ergreifen Leute die Flucht. Ein paar Idioten haben mich angebettelt, zurückzulaufen und ihre Sachen zu holen. Aber der Ring. Mit dem Ring komme ich in die Stadt. Der alte Mann war verzweifelt. Seine ruhselige Geschichte hättest du hören sollen. Ellie May war seine Frau. Die Liebe seines Lebens. Bla bla bla. Er hat sein Lager neben ihrem Grab aufgeschlagen. Schon seltsam, wenn du mich fragst. Jedenfalls wurde sie mit diesem Familienring begraben. Er befindet sich noch in tieferer Dunkelheit. Ich hole ihn mir und komme dann zu dir. Baldurs Tor kann sich auf was gefasst machen. Wenn wir zwei in die Stadt sind, werden wir uns noch das letzte Kupferstück unter den Nagel reißen. Ich liebe dich, mein Löwenzahn. Bis bald. Also, Ring. Wo soll der sein? Familienring.
Sie wurde mit dem Familienring begraben. Er befindet sich in noch tieferer Dunkelheit. Ellie May. Also mit dem Ring scheint er zu glauben, dass er dann alles aus... Oh, Entschuldigung. Er glaubt also, dass er mit dem Ring alles ausrauben kann, ja? Dann scheint das sowas wie ein Ring so zu sein, der entweder unsichtbar macht oder vielleicht ganz profan die Fingerfertigkeit erhöht oder sowas. War es das? Ist hier sonst nichts hier oben? Gut, kommen wir hier hin. Jetzt gehen wir mal kurz in den Rundgang. Das ist da, wo wir... Das ist auch so eine eigene kleine Insel für sich hier. Hier liegen Wildschweine rum. The animal never had a chance. The curse consumes everything it touches. Hm. Waren hier nicht gerade zwei Wildschweine? Anscheinend nicht. Zu buddeln gibt's hier auch nichts. Gut. Dann Brücke. Lager in den schattenverfluchten Landen. Sieh mal einer an, da ist noch was Neues. Ich möchte erst über die Brücke. Es ist schon viel zu lange, viel zu ruhig. Naja, was heißt viel zu lange, viel zu ruhig? Letzte Folge haben wir gegen die Junkies gekämpft. Also so viel Ruhe haben wir gar nicht. Auch hier gibt es nichts zu buddeln. Fackel, mach mal an. Nice. Schwarzen Oleander nehmen wir uns mit. Ist ja gut. Jetzt müssen wir uns mal kurz hier orientieren. Ich würde erstmal diese Ebene hier machen wollen, bevor ich noch höher renne und gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Das ist gut. Das ist gut. Das weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Eine Zange brauche ich gerade auch nicht. So. Sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist. Destillierapparat. Lagerfeuer. Ha. Was ist das hier überhaupt? Ist einfach nur so ein Steinklotz, mehr nicht, ja? Gut, gut. Gehen wir hier erstmal hier lang. Schön an den Kanten. Hier ist nochmal Oleander. Ja, ja. Oh, da ist ein Kampfstab. Der sieht aber nicht besonders nach besonders aus. Erstmal kurz hier rumlaufen. Nicht, dass wir von irgendwas überrascht werden hier. Können wir schnell das Lagerfeuer anmachen. Sehr schön. Und hier liegt jemand. Ein Druide. Wo ist das Buch? Da. Ein handgeschriebenes Tagebuch, das seit vielleicht 50 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Es berichtet von den Versuchen eines Druiden, mehr über den Schattenfluch herauszufinden. Mit der Zeit wurden die Einträge immer kürzer und immer sporadischer. 50 Jahre gibt es das Ding schon. Da hat Halsin sich aber auch gut gehalten, ne? Gute Fortschritte in den Bergen gemacht. Als ich den Fluch zum ersten Mal sah, war ich gleichzeitig so voller Ehrfurcht und Angst, dass ich kaum beschreiben kann. Kein geschriebenes Wort hätte mich auch darauf vorbereiten können. Kein künstlerisches Werk.
so nachdrücklich wie Asteroide Halsens Warnungen auch waren, so wenig kommen sie der Realität nahe. Ich werde bald ein Lager errichten und am Morgen weiterziehen, aber tatsächlich haben derartige Begriffe hier wenig Bedeutung. Eine grauenhafte Nacht. Das Lagerfeuer fraß doppelt so viel Holz, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Jenseits der Flammen drangen schreckliche Geräusche an meine Ohren. Ich fühle mich nach einer Rast nicht erfrischt. Genau genommen fühle ich mich eher schwächer. Aber ich muss durchhalten. Ich muss auf Sylvanus vertrauen. Ich muss noch tiefer vordringen. Kreaturen aus der Finsternis. Abscheuliche Dinge. Ein Wesen hat mich gestreift. Nur meine Fackel konnte mich retten. Tiefe Dunkelheit. Mein Feuer wird ständig erstickt. Die Wunde brennt. Mein verderbtes Fleisch färbt sich schwarz. Die Schatten werden immer stärker. Sie breiten sich aus. Ich muss ins Licht zurück. Das Holz lässt sich nicht anzünden. Ich kann die Seite kaum erkennen. Ich bin umzingelt. Something to do with the shadow curse? I truly hope this blight isn't spreading. Was habe ich da gerade für einen Fehlschlag gehabt? Natur. Tja, Druide. Hast du irgendwas Interessantes noch dabei gehabt? Let's have a look. Ja, ja. Wir rennt erstmal ganz rum da, ne? Okay. Ganz viele Zangen hat er dabei. Ja. 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 Schlafsack brauchen wir nicht. Jutesack. Nope. Okay. Ja. Geht's da hoch? Und wenn ja, geht's dann da auch hoch? Sieht nicht so aus. Aber da geht's noch lang. Wo war die Brücke? Ich weiß nicht mehr. Da. Hier geht's lang. Was denn? Nicht jammern. Hier geht's nicht lang. Alles klar, dann geht's hier lang. Feuerschale. Was ist das hier? Unter... Moment mal, was? Ah, warte mal. Ist das hier die Sache, wo der Aufzug hochgefahren wäre? Im Underdark, bei den Duergas? Da konnte man ja auch in diesen Aufzug rein. Und die Schattenlande quasi umgehen. Fackel, Fackel. Ja, ja. Here goes nothing. Ich will's wissen. Zum Schatten verfluchten. Zu den Schatten verfluchten. Da ist schon wieder so eine kaputte Adept. Ein Adept der Absoluten. Whatever comes, I'm ready. Ja. The corpse has nothing to say. Okay. Nein, falsch. Nimm den mal erstmal wieder. So. No one back home will ever believe this. Was hast du eigentlich nochmal für ein Amulett an? Schild. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Ganz ehrlich.
Jo, einmal für dich. Und jo, einmal für dich. Befehle. Mir wurde die kritische Aufgabe erteilt, den Eingang zur Grimmschmiede, ja, siehst du wohl, das ist wohl der Aufgang, Aufzug hier, freizuräumen. Wahre Seele Nier, wird mir folgen, sobald der Eingang frei ist. Ich kann mir nicht helfen, ich bin ganz aufgeregt, während ich mich auf den Weg zum Eingang mache. Wir werden hier finden, das Catherick vor so langer Zeit erschaffen hat und das nun vom Fluch abgeschnitten liegt. Ich sehe mich weiter um und schreibe meine Funde nieder. Der Eingang wird vollständig von Ranken und Trümmern blockiert. Wirklich verflucht. Sprengsätze durften helfen, auch wenn ich in derlei Dingen nicht besonders viel Erfahrung habe. Ich lege die Sprengsätze vorsichtig aus und auch wenn ich mich ehrlich gesagt kaum traue, sie zu zünden, ich kann nicht mal erahnen, welche Macht diese Ranken gefangen halten, was vielleicht hinter ihnen liegt oder ob ich überhaupt alles richtig aufgebaut habe. Absolute. Schütze mich. Hier sind also Sprengsätze. Sehe ich das richtig? Was ist das? Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Das ist das gleiche Ding, was wir schon mal hatten hier. Noch was? Fackel. Gut. Du meine Güte, das wird ja riesengroß hier wieder. Mach mal bitte die Kerzen an. Heißt das? Oh, wir brauchen sie nicht mehr. Vorerst. Looking ahead. What's inside? Ja, jetzt laufen wir mal ein bisschen durch die Gegend, wa? Das scheint der Aufzug zu sein. Nehme ich an. Need to find the way forward. Mach mal alle Lampen an hier. Architektursammlung. Absoluten Expeditionsschlüssel. Okay. Let's see. Dieses vergilbte Buch enthält eine Reihe von Bauplänen. Einer zeigt einen Aufzug, der von der Wildnis außerhalb einer Stadt namens Reitwin ins Unterreich führt. Ja, aha. Also es ist so, wie ich dachte. Jetzt mal ganz kurz überlegt, wäre der Weg hier lang einfacher gewesen? Naja. Ich weiß nicht. Wir wären... der andere Weg war so, dass wir... Da mussten wir erst am Kloster vorbei, mit den Gejunkies. Die ganz andere Geschichte. Und dann mit den Goblins zusammen und diesem komischen Spinnenviech da zu den Hafen an. Wären wir hier lang gelaufen, hätten wir es schwieriger gehabt, glaube ich, weil wir... niemand hätte uns gesagt, dass wir uns hier schützen müssen. Mit den Fackeln. Und dann wären wir... Ja, wir wären direkt mehr oder weniger zum letzten Licht angekommen. Ohne dass wir die Hafner vorher getroffen hätten. Oder vielleicht auch, doch, oder ich weiß es nicht. Ja, interessant. Der Weg wäre anders gewesen. Also, sowieso, aber die Erfahrung wäre auch eine andere gewesen. Guck mal nochmal da rein, bitte. Jo.
Das habe ich gerade gelesen, ne? Ja. Tafel. We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. We offer ourselves to the darkness, that Blessed Shah may give us her mercy. Hm. Hat das was zu sagen? Ist das ein Rätsel? Hm? Hardly a challenge. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Das ist ja ein Schatz. Was haben diese drei Tafeln zu sagen? We offer our pain to the Lady of Loss, that she may truly know her faithful. Here we go. Pain. We offer our prayers to the Dark Lady, whose comfort and grace heals all. Hm, was war das hier nochmal? We offer ourselves to the darkness. Uns selbst, okay. That Blessed Shah may give us her mercy. No traps, please. Kann ich noch nichts zu sagen. Kann aber auch sein, dass das einfach nur solche Gedenktafeln sind. Gebetstafeln sind. Was war hier? Hier kommen wir dahin, wo wir waren, ne? Wo kamen wir hier nochmal raus? Kamen wir von hier? Ja, ne? Oder? Alles mitnehmen, was geht. Ja, ja, stimmt. Hier ist dieser Wimmelpilz hier. Ups. Ja. Was ist das? Nix. Topf. Topf. Topf und Topf. Gut, gut, gut. So. Jo. Dann haben wir das durch, dann sind wir hier durch, dann sind wir da durch, dann sind wir da durch, dann geht es jetzt hier lang weiter, ne? Dann wird noch mehr Tafeln kommen. Das ist der Aufzug. Alles klar, wir gehen mal kurz da rein. Ich will nur wissen, ob wir da direkt da ankommen, wo wir unten waren, in der Würmschmiede. Oder ob es da noch einen anderen Zwischenbereich gab. Gibt. Jetzt sind wir wieder im Underdark. Der Karte nach zu urteilen, ist das genau da, wo wir waren. Ja, hier ist auch. Hier war der kleine Gnom, hier war das mit dem vergifteten Bier. Alles klar. Gut. Haben wir das geklärt. Hier kommen wir also raus, wenn wir über die Würmschmiede gehen. Mhm. Nice, nice. Gut, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Will ich gerade, macht es Sinn, jetzt eine Schnellreise zu machen? Nö, ne? So lange brauchen wir ja auch nicht. Wir gehen mal kurz hier hin. Achso, ich wollte das gerade anzünden, aber es ist ja doch schon an. Ja, ich glaube, wenn wir hier lang gelaufen wären, hätten wir es schwerer gehabt, weil niemand hätte uns gesagt, dass wir unbedingt Fackeln tragen müssen und. Gut.
Wir sind wieder draußen. Oh, ja, wir sind wieder draußen. Moment. I'm ready. Ja, ich weiß. Du musst das Licht wieder anmachen. Das nutzt nix. So, dann, okay, hier ist Ende, da ist Ende. Kann man ein bisschen rauszoomen. So. Ja, ich glaube. Haus der tiefen Schatten. Jetzt gehen wir mal zu diesem Lager. Das heißt, wir gehen jetzt hier geradeaus. Und dann biegen wir nachher rechts ab. So. Wo ist geradeaus? Ist das geradeaus? Oder ist das geradeaus? Ich glaube, das ist geradeaus. So. Jo, hier geradeaus, da geradeaus, ne? Ja. Und dann noch eine Ecke weiter und dann biegen wir rechts ab. So, hier geht's lang. Und hier würde ich sagen, biegen wir rechts ab. Aus irgendeinem Grund ist das rechts hier links. Naja. Da lang? Ich glaube schon, ja. Das war da, wo wir gerade schon mal hochgegangen sind. Dann sind wir aber dann doch den anderen Weg gelaufen, ne? Genau. Hier ist das schattenverfluchte Lager. Auch wenn hier niemand ist. Wer war denn hier? Da ist ein Grabstein. Ja, ich habe das Grab gesehen. Wer liegt hier? Ellie May. Dachte ich mir. You've seen this name before. Ja, ja. Die hat diesen komischen Ring. This grave is a mess. Probably an animal's doing. Was soll das heißen? Ist nicht da? Tier? Das war sicher ein Tier. So, das heißt, irgendein Tier hat Ellie May hier aufgefressen und wahrscheinlich den Ring mit aufgefressen. Ah, das war ja klar, ne? Wo sind hier Pfotenabdrücke? Da? Ah, da. Alles klar. Tierfährte. Ja, wo führen die jetzt hin? Von hier zum Grab, oder was? Kann ich hier runter? Oh ja, kann ich. Oberschenkelknochen? Was? Da ist der Ring. Alles klar. Todesrettungswurf plus 2. Und mit diesem Ring wollte er Baldur's Gate ausrauben? Naja. Hallo? So. Das ist Ellies Ring gewesen. Warum auch immer der mit einem Oberschenkelknochen zusammen begraben ist. Todesrettung plus 2. Also ich habe hier einmal in Schatten gehüllt. Das hoffentlich brauche ich nicht mehr lange, wenn dieser Schattenscheiß hier vorbei ist. Und die Liebkosung. Du hast... wird ein Gegner bei einem Rettungswurf gegen einen deiner Zauber... Wenn ein Gegner bei einem Rettungswurf gegen einen deiner Zauber oder eine deiner Aktionen scheitert, erleidet er 2 Züge lang mentale Erschöpfung. Ja, beziehungsweise, wenn du heilst, gibt es hier Dinges drauf. Mach du mal Todesrettung oben drauf. Zauberschaden, Lichtquelle, Leuchtkugel. Ich habe so viele Ringe hier, ne? Du darfst nicht sterben, Punkt. Ne? Bleiben wir dabei.
Ja, gut, nee, geh du mal bitte voran hier. Der Rest hier mitkommt, im Lichtschalen bleibt, ne? Einmal Kiste gucken, ja, hab ich mir schon fast gedacht. Wessen Lager ist denn das hier? Ach, das war der Ehemann. Stimmt, der ist ja bei dem Grab seiner Frau geblieben, hieß es ja, ne? Schlafsack, Milchkanne, gehen wir erstmal hier lang. Hoppadi. Das ist aber ein großer Haufen. Ja, du darfst jetzt erstmal buddeln. Los, hopp, hopp, hopp. Nicht einschlafen da. So. Eben. Vielen Dank, weiter geht's. So. Nein. Nein. Also diese Seile. Irgendwann brauche ich wahrscheinlich ganz viele Seile und dann stehe ich da, weil ich sie alle liegen gelassen habe. Oh, was ist das? Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, komme ich eigentlich da wieder zurück. Wir machen mal kurz den Sprung darüber, um die Karte aufzudecken. Und haben schon wieder alle verkackt. Nadelplage, warte mal, was? Was ist eine schattenverfluchte Nadelplage? Das ist so ein Monster, ne? Das haben wir verpasst, alles klar. So kommen wir aber an unsere Punkte, das ist gut. Achso, das ist der Tote. Wo sind die anderen denn hier? Ist hier keiner mehr drin? Da hinten? Da? 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 Und da? Okay. Dann kommen wir her. Wieso bist du denn da hinten, sag mal? Da nicht hoch. Immerhin hat er keine Angst im Dunkeln. Das ist schön. Das ist der letzte, der dran ist, wie immer. So, okay. Du machst nichts. Du bleibst da und wartest. Beziehungsweise du kannst ein paar Meter vorgehen. So. Da ist eine Truhe, ne? Alles klar. Naja. Oh, getroffen. Gut. Oh. Reicht mir. Ein paar Schritte vor. Schwert raus. Shall we cut and run? This will do nicely. Du bist hier hin. Versteckst dich. Schießt auf ihn da. Sehr schön. Wenn ich so eine Waffe hole, verschwindet dann das Ding? Bin mir nicht ganz sicher. Stell mal ein Abbild dahin. Segen brauchen wir noch keinen. Ihr seid dran. Nicht so gut. Er greift das Abbild an. Schön. Huch.
So, er ist dran. Kann er gerade nicht. Musst du dann gleich machen. I miss this. This feels good. Ja, du musst da stehen bleiben. Du bist dran. Der ist verletzt. Ja, okay. Nice. Am wichtigsten bist du, würde ich sagen. Ne? Betäubt. Komm mal zurück ins Licht. So. Du trinkst jetzt was. Am wichtigsten erstmal. Jetzt darfst du nochmal schießen, bitte. Tot. So. Zieh dich zurück. Du machst einen Segen. Und schieß nochmal. Warum nicht? Bitteschön. Laterne raus. Rückzug. Du nicht? Du bist dran. Wo bist du überhaupt? Da. Bam. Du bist noch nicht dran. Du kannst jetzt nochmal da angreifen. Achso. Kannst du nicht, kommst nicht dran. Kannst du mal kurz noch so ein Ding jetzt da drauf setzen. Und nein, das wird nichts. Und mach noch mal einen Schuss da drauf. Sehr schön, das hat ein paar Punkte gegeben. Gib ihm noch mal eine Heilung bitte. Und jetzt können wir uns mal die Kiste angucken. Rettungswurf, Schatten, verfluchte Ranke. Nee, komm. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Du machst das Ding hier nochmal auf. Wir machen gleich eine Pause, keine Angst. Zack. Du machst auf. Und wir finden ein bisschen Gold, ein bisschen Perle und einen Schneesturm. Schneesturm ist cool. Zack. Doch mal hier hin. Und jetzt machen wir eine Rast. Jo. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir dürften fast alles haben jetzt hier, wa? Hier ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Hier ist... Da müssen wir ins Mausoleum. Hier waren wir jetzt gerade. Ne, heute waren wir nicht. Hier waren wir jetzt gerade. Wir gehen jetzt gleich nochmal hier den Weg lang, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel.
Und dann... Ja, es wäre mir echt lieb, wenn wir noch steigen, bevor wir ins Mausoleum gehen, ne? Wir gucken, ob wir noch irgendwas finden, womit wir uns prügeln können. Und dann... Zack, so. Und dann gehen wir ins Mausoleum. Als nächstes... Und wenn wir das dann fertig haben, dann gehen wir hier runter zum Mondaufgang und machen den ganzen Scheiß mit Catherine Thorne. Wenn wir das hinkriegen. Und ich denke mal, wenn wir das hier fertig haben, dann geht es wahrscheinlich weiter Richtung Baldur's Tor. Ja. Den Bereich werden wir uns auch nochmal angucken hier. Ja, gucken wir uns mal den hier und dann den Bereich hier. Gut. Zack, wir sind fertig heute. Schön, dass ihr da wart. Und bis morgen. Tschüss.